Und jetzt wollten wir uns Alexander Gerst anschauen, den deutschen Astronauten, denn er lebt ja diesen Traum, den viele haben, Astronaut zu sein und über der Welt zu schweben. Und zumindest Teile dieses Traumes können für einige jetzt in Erfüllung gehen. Nämlich das Technoseum hat eine Bewerbungsphase gestartet. Zwei Plätze gibt es zu gewinnen, nicht nur für Flüge in die Schwerelosigkeit, sondern auch für ein einwöchiges Astronautentraining im berühmten Kennedy Space Center in Cape Canaveral. Das Ganze im Wert von 25.000 Euro. Anlass ist der 50. Jahrestag der ersten Mondlandung im Jahr 1969. Und mit der Kampagne will das Technoseum aber auch auf dem Fachkräftemangel entgegenwirken und vor allem auch mehr Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere Frauen, für die Raumfahrt begeistern. Professor Dr. Hartwig Lüttke ist bei uns, der Direktor des Technoseums. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie kommen ja eigentlich selbst aus der Archäologie. Wäre denn der Beruf des Astronauten nicht auch irgendwie mal ein Traum gewesen? Das will ich gar nicht ausschließen. Der Weg ist anders gegangen. Aber der Blick des Archäologen richtet sich ja gewissermaßen in die Tiefe und in die weit zurückliegende Vergangenheit. Und der Blick des Astronomen oder des Raumfahrenden, der geht eben oben in den Himmel und vielleicht auch in die Zukunft. Nicht? Wer weiß, wo wir eines Tages oder unsere Nachfahren mal leben werden. Also das verbindet schon das frühe Herkommen und das spätere Entwickeln nachher. Vielleicht kristallisiert sich ja jetzt tatsächlich dann auch der ein oder andere künftige Astronaut heraus. Was muss man denn mitbringen? Was sind denn Voraussetzungen, um an diesem Programm teilzunehmen? Bleiben wir mal ganz bescheiden bei unserem Wettbewerb und noch gar nicht mal den wirklichen Astronauten. Das kann ja sich dann später daraus entwickeln. An unserem Wettbewerb können alle Menschen teilnehmen, die einfach Spaß haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Mindestens 18 Jahre sollten sie alt sein. Dann drehen Sie ein kleines Video, das können Sie selbst oder mit Freunden zusammen machen, maximal 60 Sekunden, in dem Sie nur eine Frage möglichst originell beantworten sollen, nämlich, warum möchte ich einmal der Schwerkraft entfliehen? Mhm. Und dann senden Sie dieses Video an uns, ans Technoseum, übers Internet, das ist leicht hochzuladen. Und dann werden wir eine Vorauswahl treffen von den vielen Einsendungen. Und dann gibt es eine Shortlist, am Ende 10 Kandidaten in der engeren Wahl. Und die werden Anfang des nächsten Jahres vor einer dann prominent besetzten Jury einen Challenge Day im Technoseum erleben. Da wird die körperliche Fitness, die mentale Fitness genauso geprüft wie die Idee, warum wollen Sie also nun quasi zum Mond fliegen. Und dann gibt es zwei Gewinner, einen Mann und eine Frau. Und die beiden werden dann für eine Woche im Frühjahr 2020 nach Amerika reisen, zum Cape Canaveral. Und dort eine Woche echtes Astronautentraining mitmachen. Was beinhaltet das denn? Haben Sie da schon Einblicke, was man dann in dieser Woche auch erleben kann? Also das sind körperliche Tests, dass Sie überhaupt ausreichend fit sind, um sich da zu bewegen. Das sind Tests, um zu sehen, dass Sie sich in dieser sehr speziellen Situation der Schwerelosigkeit vernünftig bewegen können, dass Sie sich festhalten, dass Sie sich vorwärts bewegen können. Aber es geht auch um mentales Training, dass Sie auch mit solchen ungewohnten Situationen umgehen, dass Sie schnell reagieren, wenn etwas passiert, womit Sie gar nicht gerechnet haben. Das ist ein Stück des Trainings, welches auch die tatsächlich zur ISS fliegenden Astronauten mit durchlaufen. Okay, schnell reagieren ist vielleicht auch noch ein Stichwort. Wie schnell muss man denn reagieren? Bis wann hat man Zeit, sich zu bewerben? Also da dürfen wir noch ein klein wenig Zeit sogar verkünden. Das Einsenden des Videos kann geschehen bis Ende September jetzt. Also heute gehört, in den nächsten Tagen überlegt und dann in Ruhe etwas Pfiffiges gemacht, bis Ende September zu uns geschickt. Und dann mit etwas Glück ist man dabei, ein Flug in die Schwerelosigkeit. Professor Lüttke, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Tolles Programm. Also für mich würde das auch funktionieren. Also über 18 Seien Sie da, ja, das glauben wir Ihnen. Und insofern okay. Sagen, kommen Sie dazu und wir schauen, wie gut Ihre Performance ist am Ende. Ja. Alles klar, na, das nenne ich doch mal ein Wort. Werde ich machen. Danke Ihnen okay. Für den Besuch.